Was geht's, liebe Leute? Willkommen zum finalen Part von Let's Play Pokémon Schwarz und Weiß 2 hier bei Crush 40 Freak 89. Es geht nun los, das große Rematch, das große Rematch der Top 4 steht nun an. Also unser Rematch gegen die Top 4, würde ich ursprünglich sagen. Und ich bin schon ganz heiß drauf. Es geht nun wieder los. Sie haben trainiert, sie sind stärker geworden und unheimlicher noch dazu. Hier sehen wir schon die Eröffnung. Oha. Und schon wird es dunkel. Wie von Geisterhand. Ja, ich habe meinen Pokémon noch Items ausgestattet, damit sie besser gegen die Geister ankommen könnten. So. Und ich beschließe dieses Mal Tauren in den Kampf zu schicken, ja? Das klingt zwar ein bisschen gefährlich, aber er ist ja... Aber er hat auch eine Unlichtattacke, also es müsste klappen mit ihm. Und los. Kennst du eigentlich Donnerblitz? Das waren meine Worte, mit denen Volkner sich mir vorstellte, nachdem wir unseren Kampf beendet hatten. Na, wie hat dir das gefallen? Es war ein Zug aus einem Roman, dem ich zurzeit arbeite. Nichts begeistert mich mehr, als über die starken Bande zwischen den Trainern und Pokémon zu schreiben, die mutig genug waren, mich herauszufordern. Höchste Zeit also, ich ebenfalls zu Protagonisten meiner Erzählung zu machen. Es ist eigentlich unglaublich, weil... Okay, erstmal ist Chris vs. Anissa Rematch! Es ist eigentlich unglaublich, weil eigentlich haben wir schon gegen sie angetreten und es kommt fast so vor, als wenn sie wieder darauf ansprechen, dass sie uns zum allerersten Mal wieder begegnen. Also irgendwie ist das schon komisch, aber naja. Ich will mich nicht unnötig über irgendwas beschweren. Jedenfalls setzen wir mal Finsteraura ein. Und ich bin gespannt, wie viel das bringt. Bestimmt genug. Naja, nicht schlecht. Und es ist zurückgeschreckt. Das ist gut, weil Echnotal bringt immer besonders viel Probleme mit sich. Oh, das war's. Echnatol heißt es eigentlich, Echnatol. Jetzt kommt Skelebra, das ist schon ein harter Brocken. Eieiei. Mit Steinhagel müsste es aber gegessen sein. Bam, 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 bam. Mal sehen, wie viel das bringt. Oh, ey. Was soll das denn? Boah. Oh, scheiße, Feuersturm. Okay, tschüss. Das war's wieder mal. Tauren verliert. Ja. Boah, das ist doch nicht zu fassen. Die überleben ja echt alles. Die sind ja extrem stark. Das kann doch nicht wahr sein. Bei physischer Verteidigung dürfte bei Skelebra doch nicht so stark sein. Egal, dann beendet es eben die ASLP mit seinen Kaskade. Und tschüss, Lutscher. Ich habe ja zu Glück jede Menge Beleber und alles Mögliche gekauft, damit es wieder besser wird. Gegen Frostetje muss ich auch harte Geschütze auffahren. Ich wünschte, ich könnte da wieder Tauren mitspielen lassen, aber naja. Da bleibe ich erstmal bei Dragon. Aber Moment, das dürfte gefährlich sein, wenn ich jetzt als... Naja. Ich glaube, Wutanfall müsste das auch so regeln, weil... Was? Was? Oh, scheiße, Mann, das gibt's ja nicht. Das fängt zuerst an. Und besiegt wahrscheinlich mein Dragon. Ja, ja, auch klar, bei Volltreffer, das ist wohl klar. Shit, ey, du wirst mich wohl verarschen. Boah, gleich zwei Pokémon haben wir verloren im Kampf gegen sie. Wäre uns der Einsatz von Items verboten, hätten wir jetzt schlechte Karten gehabt. Bloß gut, dass wir Items wieder einsetzen dürfen. Toll, so blöd kann es anfangen. Scheiße, Mann, das ist doch nicht wahr. Boah. Aber man merkt, es zieht sich langsam zu. Also die Trainer meint es immer ernster. So, Beleber und Schluss. Okay, komm nur ruhig mit deinem Spukball und spucke hier rum. Dein Spuk ist jetzt vorbei. Mit Flammenwurf. Ach komm, warum ist es so schnell? Selbst schneller als Arcani, das kann doch nicht wahr sein. Das darf ja nicht sein. So, Schluss jetzt und tschüss, Lutscher. Dankeschön. Ich habe ihnen außerdem Items gegeben, womit ihre eigentlichen... Attacken eigentlich in ihren eigentlichen Attacken stärker sein müssten. Ihre, in dem Sinne zum Beispiel, Drachenattacken oder Psychoattacken oder was auch immer.
Okay, diesmal setze ich Bayern Star 99 ein. Weil Golgant ist auch ein Bodentyp. Und mit, ich habe meine ganzen AP Top und AP Plus und sonstige Medizin verwendet, um zum Beispiel die APs von einigen Attacken wieder auf höhere Stufe zu stellen. Ich setze gleich die Fauna-Statue ein. Volle Power gleich. Bam, 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 bam. Ich konnte zum Glück den Trainer finden, der die ultimative Attacke für Starter-Pokémon beibringen kann. Aber leider immer noch keinen, der Draco-Meteor beibringt. Wo ist der bloß? Trifft Zeppeli. Das ist was für Zoroark. Ja, ich glaube, ich setze auch jetzt über Zoroark ein. Es ist halt nur so, weil es schon so viele Level hat und ich möchte es nicht overpowered haben. Es ist also kein Wunder, dass es jetzt noch nicht verwandelt hat, weil es verwandelt sich anscheinend nur in die, die stärker sind als es selber. Ich weiß nicht, wie das genau geregelt ist, aber egal. Nachtflut und dank dem Unlichtjuwel wird es sogar noch stärker. Und tschüss, Lutscher! Na? Also. Und da ist, ein Spezialangriff, kann auch nicht der Finalschlag von Driftzippeli wirken. Jetzt kommt Traunmagil, das ist auch ein hartes Stück. Ah, mit der richtigen Strategie. Ja, das ist jetzt das letzte Pokémon von ihr und dann haben wir sie gleich down. Los, Nachtflut, volle Kanne! Schlag zu! Mach es nieder! Und tschüss, Lutscher. Und das war's gegen Anissa. Oh nein, schon wieder bin ich sprachlos. Da kenne ich so viele Wörter, bla 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 bla. Oh, ja, das überspringe ich lieber. Besonders Dankeschön gebührt deinen und meinen Kommandanten, die trotz Verletzung bis zum letzten gekämpft haben. Ja, ist gut. Achso, da ist der Teleporter, stimmt. Das vergesse ich auch wieder. Okay, so viel mal dazu. Jetzt muss ich noch schnell meine Pokémon ganz schnell fix heilen. So, da. Top Genesung. Habe ich zum Glück jetzt wieder jede Menge gekauft. Ich habe über 100 von den Zeugs. Da können sie sich bedienen, wie sie wollen. So. Diesmal bleibt Taurent garantiert vorne, weil diesmal treten wir gegen Astra an und der Unlicht-Pokémon. War das hier der Raum von... Ja, eindeutig. Ja, ja. Schon geil gemacht, diese Arena. Also da bin ich wirklich sichtlich beeindruckt. So. Esther, unser Leben gleicht einem ewigen Spiel mit den Karten, die uns von einem hohen Gewalt zugeteilt wurden. Wie beim Kartenspiel kommt es auch im Wirklichen ihm darauf an, das Beste aus zu machen, was gegeben wurde, anstatt sich über ein ungünstiges Blatt zu beschweren und mit dem Schicksal zu hadern. Der Sieger gehört der Welt, dem Verlierer bleibt nichts, doch gerade dies gibt uns das Gefühl, am Leben zu sein. Genau so ist es. Also Esther, dann zeig mal, was du so gelernt hast. Chris vs. Esther Rematch! Herausforderung von Top 4 Aster. Und er eröffnet mit Cleoparda. Da öffnen wir natürlich mit Tauren. Los! Mit Aurasphäre schlagen wir zu. Nein! Ich hasse diese Attacke. Aber da es zum Glück ein Stahl-Pokémon ist, kann es nicht zurückschrecken. Oder vielleicht liegt es auch an seiner Fähigkeit, nicht zurückzuschrecken. Ich weiß es nicht, wie das ist. Ich habe das nicht gesehen. Vielleicht hat es wirklich Konzentrat oder sowas ähnliches. Irokex ist auch Kampf-Pokémon. Das dürfte hart werden. Aber dank dem Kampf, dank dem Schwarzgurt, den es trägt, hat es als in seinen Kampfattacken stärker. Und dadurch macht er ein Pokémon nach dem anderen nieder. Und damit erreicht es auch ein neues Level ab. Nice. Jetzt kommt Hundemond. Er setzt alle Pokémon ein, die auch in gleichzeitig selber einen Typvorteil haben. Der will alles geben. Aber wir geben natürlich auch alles. Nicht wahr? Lucario, Tauren. Ganz richtig. Also, tschüss, Lutscher. Yeah. Jetzt kommt Rabigator. Uiuiui. Rabigator ist auch wirklich was Gefährliches. Der Bedroher nützt dir nichts, weil ich setze Spezialangriffe ein und das stelle ich auch unter Beweis. Tschüss, Lutscher. Und geh down. Ja. Tauren räumt auf, bis zum geht nicht mehr. Nice. Und jetzt kommt noch Kramchef hinzu. Das sind eher
Kampf-Steinsattacken vom Vorteil wie Steinhagel, aber das wird jetzt bestimmt nicht sofort ein One-Hit-Kill, da es nämlich durch Bedroher geschwächt worden ist. Aber immerhin die Hälfte. Und zurückgeschreckt, ist das geil. Noch ein Treffer. Dankeschön. Und tschüss, Lutscher. Na, das kriegen wir doch perfekt hin. Aber jetzt muss ich erstmal ansprechen. Was erwarte ich eigentlich von den nächsten Pokémon? Tja, da erwarte ich schon ziemlich viel. Vor allem, es ist ja schon wirklich Schwarz und Weiß 2 wirklich episch gewesen durch die ganzen Effekte und alles Möglichen. Und die haben sich wirklich was einfallen lassen, Nintendo und Game Freak. Die haben da wirklich so viel Neues gebracht, was unglaublich erscheint. Mir hat's gefallen. Also, das Spiel ist einfach geil, episch, hat mir gefallen, die ganzen Soundtracks, die neuen. Es ist zwar sozusagen ein Add-on zum ersten Teil. Es ist keine neue Generation, aber es ist ein zweiter Teil. Es ist auch gleichzeitig nicht wirklich eine Special Edition zum ersten Teil. Naja, eigentlich schon, weil größtenteils ist ja der erste Teil drin, aber es sind viele Neuerungen. Es ist nicht zu wenig Neues, es ist viel Neues drin gewesen. Naja, vielleicht auch nicht allzu viel, aber es ist so durchschnittlich hin und her. Es ist so 50-50 sozusagen. Zur Hälfte ist was Neues dabei und zur Hälfte sind alte Sachen auch noch dabei. Man kann sagen, warum nicht? Das ist gut. Also, ich muss sagen, super Job Nintendo und Game Freak. Auf den großen Ehren. Und gibt es sowohl schlechte Arten zu gewinnen, als auch gute Arten zu verlieren. Denn unser Leben entzieht sich jeder Form von Schwarz-Weiß-Malerei. Und genau das macht es so spannend, verzwickt zugleich. Selbst beim Münzwurf heißt es am Ende nicht zwangsläufig Kopf oder Zahl, denn manchmal zieht die Münze es vor, sich für keins von beiden zu entscheiden und auf ihrem schmalen Rand zu verweilen. Das stimmt, das was kann passieren. So. Gut, jetzt aber kommt mal ein Kampf gegen Cattleya. Das bedeutet, es muss Zoroark nun ran. Zuerst wecken wir mal die schlafende Prinzessin wieder auf. Wer lärmt da wieder rum? Okay, ich sollte Zoroark auch schnell ein Item geben. Und zwar das Unlichtjuwel, weil das braucht es auch wieder. So. Ist es nur noch eins übrig, ansonsten wüsste ich nicht, mit was ich es noch ausstatten könnte. So. Gut. Also es steht eigentlich. Ich könnte natürlich auch Jahres LP einsetzen, aber. Na. Das hebe ich dann am besten gegen. Zuerst mal sollte ich auch ein bisschen heilen. Ganz schnell. Da. Nein! Nicht Bärensaft. Top Genesung. Ja. Tauren hat höchstens ein paar Kratzer davon getan, das ist schon in Ordnung. Das passt schon. So. Und speichern und jetzt wird's Zeit. Wir haben noch zwei Kämpfe vor uns. Und der dritte, bevor wir wieder Lilia zeigen, was wir drauf haben. Und der dritte geht jetzt los. Sieh dich satt an meinem morgenfrischen Schönheit, diese Blumen von Neid, die selbst Blumen von Neid verwelken lässt. Aber lass dich anschauen, Trainer. Du scheinst mehr Stärke und Gutzeitigkeit in einer Person zu vereinen als je zuvor. Mich, Cattleya, verlangt jedoch nur nach einem nämlich einen Gegner, der mich richtig fordert. Dann zeig mir jetzt alles, was in dir steckt. Das werde ich erneut machen. Chris vs. Cattleya Rematch. Und los geht's. Wie immer eine schlafende, schöne Prinzessin. Mit ziemlich viel Haar. Ganz schön behaart, aber wenigstens schön gemacht. So. Moment mal, wieso setze ich Tau rein? Nein, ich wollte eigentlich so arg. Naja, okay. Ach Moment, das ist doch eh so arg. Es hat nur die Form von Taurin angenommen. Mann. Wie kommt es mich wieder? Es täuscht mich immer wieder selber. Das ist so. Naja. Somnivora ist jedenfalls down. Und Level 86, also Zoroark wird hier rocken. Jetzt kommt Galagladi. Wow. Das nenne ich ein Pokémon. Das ist auch zum Teil Kampf. Schöne Mist. Da habe ich mir jetzt einen schönen Gegner ausgesucht.
Kampf und Psycho, das ist eine gemeine Kombi. Dagegen helfen nur Flugattacken. Boah. Ich habe jetzt wirklich den falschen Gegner ausgesucht. Das ist schlecht. Ich hoffe, Nachtflut reicht allein aus. Ich hoffe, das funktioniert. Aber ich glaube nicht, dass das funktionieren kann. Was? Ja, klar. Boah, zum Glück gerade noch daneben. Boah, scheiße. Das wird heftig. Nein, ich glaube, da tausche ich lieber aus. Flug-Pokémon. Da darf jetzt die Eis-LP zeigen, was es kann. Und los! Ja, mein Gesamtfazit wird dann demnächst noch kommen. Ich muss nämlich jetzt noch über Pokémon einiges loswerden, das ist klar. So, jetzt ist es mal... Ja, ich glaube, eine Wutanfallattacke reicht auch. Ich muss nicht extra fliegen. Bam, tschüss, Lutscher. Weil Galagladi hat eigentlich keine so gute Defensive. Physische zumindest nicht. So, und schon zieht es mit den anderen gleich. Ja. Yeah. So. So, jetzt kann ich wieder mit Zoroark arbeiten. Oder sollte ich mal jemand anderen ranlassen? Ach, ich bleib doch bei YSLP, da es ein Symbolara ist und... Moment, wenn das jetzt auch noch Eisstrahl einsetzt, oh Mann. Was, wieso greift es zuerst? Ach ja, richtig, weil noch Dragoan unter den Effekt... Boah, bist du... Nein! Du bist doch des Wahnsinns! Boah, nein, das geht so nicht. Das geht so nicht. Kumpel, da hast du den falschen ausgesucht. Na, warte. Okay. Du bist dran, Julian. Das ist deine Chance, wieder zu glänzen. Was? Achso, jetzt wird es auch schon mit Luftschiff kommen. Natürlich. So als Gnadenstoß für meinen JSLP. Das hast du dir so gedacht. Hier kommt Stromstoß. Angriff. Was? Überlebt? Das ist doch nicht wahr. Scheiße, Mann. Na warte, Knirscher und jetzt setzt die Top-Genesung ein. Ja. Warum überrascht mich das nicht? Soll ja auch Ether warten. Aber vielleicht ist Knirscher doch etwas besser dran. Komm. Das muss es jetzt sein. Ja, was denn? Muss es unbedingt 2 KP immer sein, die übrig bleiben? Du verarschst mich doch hoffentlich nicht. Alter Schwede. So, jetzt kommt mit Metagross. Metagross. Oh Mann. Das ist ein heftiges Pokémon. Und mit Flammenwurf müsste es gegessen sein. Bam. Ich hoffe, das reicht auch. Mit Holzkohle natürlich verstärkt und... Recht hoher Levelunterschied. Und das war's. Nice. Boah, was für Erfahrungspunkte. Und jetzt kommt Zytomega. Jetzt kann ich endlich wechseln zu Zoroark. Jetzt darf ich selber wieder ran. Oder sollte ich tau... Ach. Ach, naja. Wenn es jetzt Fokusstoß... Ach, ich komme jetzt zu Zoroark nochmal zurück. Es muss den Kampf beenden. Also los, Zoroark. Achso, es ist eh wieder zu arg. Nachtflut for the win! Mach es fertig! Ja, tschüss, Lutscher. Geh baden. So. Mobitest, ihr letztes Pokémon. Und noch dazu ihr Ass im Ärmel. Naja. Das war jetzt eigentlich Metagross, aber Mobitest ist trotzdem eigentlich ihr Haupt-Pokémon. Nach dem kurzen Cut sehen wir dann das Ergebnis des Kampfes. Die Spannung steigt und steigt. Wir stehen kurz vor dem Finale. So, kurz noch die Kamera verschieben, dass alles richtig aufgenommen wird. So. Auf dass der Kampf erfolgreich verlaufen wird. Und Nachtflut. Und Tschüssi Kowski. Und auf Nimmerwiedersehen. Und weg mit dir. Mobitess. Und Katlea ist auch down. Ja, ich weiß, dass ich noch eleganter und verwirrend oder was auch immer bin als vorher. Stolz darauf, Spreis wegen einer angesehenen Familie von Trainern zu sein. Aber das hat mir gegen nicht wirklich geholfen. Du kannst nicht vorstellen, wie sehr ich mich danach gesehnt habe, einen Trainer wie dir
nennen zu dürfen. Danke. Na gut, so viel mal zu Cadlea. Jetzt fehlt nur noch, Mann, seinen Namen vergesse ich immer wieder. Aber den hören wir eh gleich. So, noch Top-Genesung für den Abschluss, weil das haben jetzt meine Pokémon nötig. Und was habe ich da jetzt gerade gesehen? Immer noch Protein, Zink und ganzen Kack. Na gut, dann sollte ich das jetzt auch gleich einsetzen. Keine Wirkung haben. Dann sollte ich die Verteidigung von Zoroark schnell stärken. Initiative wert. Braucht man Dragoran. Mein Dragoran ist besonders langsam, leider. Zweitlangsamsten... Könnte ich eher... Nein, ich glaube eher nicht, aber egal. Ich habe jetzt mein Latios das gegeben. Jetzt kommt der Spitzerangriffswert wieder. Nein, bei Lucario geht es nicht mehr. Scheiße. Na gut, er braucht auch guten Spitzerangriff auf jeden Fall. Latios. Ich habe so viel noch von den Zeugs hier. Okay. Ich denke, das war jetzt alles hoffentlich. Zink noch. Und Protein. Was macht Zink nochmal? Spezialverteidigung. Das brauche ich, glaube ich, braucht er auch, Lucario. Nein, geht auch nicht. Gut, dann nehmen Zoroark. Dass meine Pokémon stärker sind in letzten Kämpfen. Ah, ich habe immer noch was. Okay, dann soll es... Fifizi gibt geben. Es, bekommen. Jetzt kommt nur noch der Angriffswert. Da soll Jais LP stärker werden. Und, Julian, nein, geht nicht. Was? Geht nicht mehr. Dann soll es Fifizi gibt geben. Ja, keine Wirkung mehr. Oh, oh. Also, es ist aus. Protein kann man jetzt nicht mehr gebrauchen. Ansonsten war es das jetzt hoffentlich. Ja. Sorry, Leute, das habe ich total vergessen. Das hätte ich schon offscreen machen sollen, aber ich habe es leider verschwitzt. So, jetzt darf Jais LP sein Bestes geben für uns. Auf dass du siegreich bist. Und rein da. Es wird Zeit. Das Tor zur Arena des letzten regulären Top 4 Kampfes steht nun offen. Warum wird er immer noch so überrascht? Wir wissen doch, was uns bevorsteht. Ich glaube, ich weiß nicht mehr. Ich erfahre schon seine. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du erneut mit mir die Klinge zu kreuzen bereit bist. Ach, endlich gibt es einen, der mal was anderes sagt und mir, und so tut, als wären wir uns schon mal begegnet. Das sind wir auch. So wie es sich gehört. Ich glaube zutiefst an die Überlegenheit der Pokémon zum Kampf. Aber auf dieser Welt ist kein Platz für schwache Zauderer. Es obsiegt allein derjenige, welcher von einer starken Überzeugung geleitet wird. Und die Krönung aller Mühen ist letztlich ein überlegener, ja ein vernichtender Sieg über den Gegner. Junger Trainer, mach dich bereit. Das mache ich also. Top 4 Rematch. Chris vs. Eugen. Ja, Eugen heißt er. Das muss ich mir merken. Chris vs. Eugen. Rematch. Los. Giutesto. Hoffentlich hat es nicht auch noch schon die Robustheit, genauso wie Karadonis. Okay, ja, SLP, das ist deine Chance mit Fliegen. Flieg los! Wahrscheinlich wollte es jetzt Steinkante. Ja, bitte, es will gleich Stadtkante einsetzen. Das ist echt der Wahnsinn. Aber mit Fliegen ist es dead und ein physischer Angriff. Und sein physischer Angriff ist so hoch, dass es die Pokémon von ihm problemlos alle macht. Kommt Meditalis. Das ist auch von Typ Psycho gleichzeitig. Also auch eine Flugattacke ist auch hier vonnöten, um dies, mit diesem Pokémon fertig zu werden. Ice, ja klar doch. Sonst geht's dir gut, ne? Hätte es wirklich geklappt, du könntest mich damit ausnocken. Hast du falsch gedacht, ne? So. Jetzt kommt Karadonis. Dieses Pokémon ist besonders hart, weil es selbst der Robust ist, hat die Fähigkeit Robustheit. Das ist das Problem. Also sollte ich lieber mal gleich mit Angriffen kommen, wie Donnerschlag zum Beispiel. Das macht es nicht sofort fertig, aber zieht wahrscheinlich genug ab. Ja, es geht. Jetzt kommt er jetzt mit Steinkante und trifft auch noch. Wow. Arge Situation, aber zum Glück. Zum Glück übersteht es halbwegs gut. Und jetzt noch. Ja, jetzt fliegen hinterher. Weil Wutanfall wäre jetzt ein bisschen zu viel und auch an. Und ich glaube, Kaskade würde nur genauso viel Schaden machen wie Donnerschlag und dann wird es nicht ganz besiegt werden. Aber jetzt ist es down. Okay.
Jetzt kommt Meistergriff, auch ein ziemlich starker Gegner. Mit extrem hoher physischer Angriffskraft. Da muss auch Fliegen sitzen. Ich hoffe, dass es nicht auch noch Robustheit hat. Ich glaube nicht, aber... Alle wirken... Nein! Boah. Scheiße, das war knapp. Zum Glück haben beide Attacken nicht getroffen. Also zumindest hat auch sein Attack nicht getroffen, aber... Fliegen, es ist echt bescheuert, dass es auch manchmal daneben gehen kann. Aber zum Glück hat sich Fliegen durchgesetzt jetzt dieses Mal. Und Steinkanter ist zum Glück auch eine ziemlich schwache Genauigkeit. Jetzt kommt Lucario. Oh, Scheibenkleister. Da brauche ich aber selber Tauren. Weil es selber auch ein Lucario ist und von Typ Kampf. Kampf gegen Stahl. Da ist jetzt selber auch ein Lucario. Jetzt wundert mich das schon, aber okay. Ich nehme jede Herausforderung an, die sie mir bieten. Und mit Aurasphäre ist das auch gegessen. So. Oh, tschüss, Lutscher. Arr. Gut, jetzt kommt noch, glaube ich, jetzt sein letztes Pokémon, Wishu. Da muss natürlich auch der SLP sein Bestes geben. Für mich. Ich hoffe, das klappt dann. Weil, naja, es ist kein so schlechtes Pokémon. Aber, ich glaube, dass das klappt schon. Ah, vorausgesetzt, es setzt Mogelhieb ein und stört mich. Ach, Moment, wieso ist er nicht zurückgeschreckt? Das gibt's doch nicht. Warte, Effi, so wollte es Turnkick, wieso ist es jetzt schneller? Ja, die Initiative ist immer noch zu schwach bei ISLP, das ist ein Problem. Aber trotzdem down. Und Eugen ist erledigt. Endlich. Jetzt kommt nur noch Lilia und dann war's das. Die Erinnerung an eure Stärke wird auf ewig in seinem Platz in meinem Herzen haben. Gib dich nun letzte Kammer, wo der stärkste Trainer deiner Region wieder einmal auf dich wartet, von dir zum Kampf herausgefordert zu werden. Ja. Also es ist soweit. Ab nach unten, die Statue senkt sich und bringt uns zum Altar, wo Lilia erneut auf uns wartet. Das wird wieder ein Kampf des Jahrhunderts. Gut, wir sind gleich oben. Doch zuallererst, bevor wir ganz oben sind, weil sobald wir das Beute treten, beginnt der Kampf, sollten wir erstmal meine Pokémon heilen. Weil sonst habe ich keine Chance mehr zu heilen. Und speichern vor alledem. Das wird jetzt die große Chance. Auch hier darf jetzt die ISLP vorne sein und... Nun geht es los. Das Rematch gegen Champion Lilia. Ich denke, das dürfte aber kein so großes Problem sein, weil ich glaube, Mann, wie hieß er nochmal? Ach, der Enkel von Laura. Ich habe schon wieder seinen Namen vergessen, aber egal. Jedenfalls, er war schon wahrscheinlich stärker und er war nicht allzu großes Problem. Also ich denke, wenn wir schon gegen ihn so gut abstechen konnten, müssen wir auch hier keine Angst haben. Okay, Lilia. Dann mach dich bereit. Da sind wir wieder. Hallo. Willkommen zurück, Herausforderer. Ich habe dich schon erwartet. Ja, ich habe dich auch erwartet. Lilia, mach dich bereit. Für deine erneute Niederlage. Wir werden ja sehen. Hier kommen nur Trainer, die sich von ganz... Stücken zu gewinnen. Trainer, die mit dem Pokémon sehr heiße Kämpfe durchgestanden haben. Solche Gegner helfen mir natürlich, auch mein Pokémon stärker zu werden. Und jetzt wird erneut gekämpft. Ich, Lilia, der Ex-Champ der Pokémon-Liga, werde dich dieses Mal besiegen. Das werden wir sehen. Also los geht's. Let's get ready to Rainbow Chris versus Ex-Champion Lilia Rematch. Und los. Mach dich bereit, Lilia. Ja, also eindeutig. Wir sind overleveled. Also dank des Schwarzen Hochhauses haben wir wirklich beste Chancen gegen sie. Das dürfte dieses Mal kein Problem sein. Ah, es fängt an. Scheiße. Ja, ich darf mir nicht zu viel Sorgen machen. Die ISLP steckt das weg und
Jetzt wird dich aufgedreht. Trickefalo geht down. Und tschüss, Lutscher. So macht man das. Jetzt kommt Labras. Oh Gott. Da muss B, Bayernstar 99, Fool ran. Und los. Labras ist ja wirklich ein harter Gegner. Hart nehmen, aber vorne Statue müsste es dann beenden. Volle Power! Und mit Wundersaat gestärkt müsste dieser Attacker es auch beenden. Eieieiei, es ist riskant. Ja, weil die Attacke ist so wie Hyperstrahl, die lässt den Gegner einmal aussetzen und dann... da wird's schwierig. Und jetzt kommt noch Shao Drago. Da darf diesmal Fifizigib dran. Es ist schneller und es kann auch Drachenpuls. Mit dieser Attacke kann es bestimmt Shao Drago ganz schnell das Fürchten lehren. Und los! Oder Eisstrahl. Aber Drachenpuls ist besser. Und los, volle Pulle mit Eisstrahl mit Drachenpuls. Und tschüss, Lutscher. Wir räumen wieder mal auf. Und schon hat es Level 85. Nice. Memento Mori. Oh nein, diese Attacke nicht. Die ist scheiße, das kann ich euch sagen. So, jetzt kommt Maxax. Soll ich jetzt riskieren und die ISLP gegen Maxax vorschicken? Ich glaube, das wäre zu riskant. Nein, ich bleibe bei Fifizigib. Es ist selber sehr schnell und mit Drachenpuls müsste es das leicht betten können. Und tschüss, Lutscher! Komm schon. Du kannst Maxax besiegen. Du kannst es. Nein, es hat der Fokus. Gut, habe ich das. Konnte ich das nur vergessen? Und es setzt Wutanfall ein und das war's. Scheiße. Oh Mann, ist das heftig. Da muss Tauren ran. Aber es herrscht ja leider nicht mehr Drachenpuls. Aber zum Glück ist noch ein KP. Und es kann besser die Attacke, Drachenattacken von Maxax besser wegstecken. Und jetzt kommt noch eine finstere Aura obendrauf. Und tschüss, Lutscher, das war's. Tauren hat ihnen den Rest gegeben. Jetzt kommt Stolos. Da muss Tauren auf jeden Fall dabei bleiben. Mit Stahl-Pokémon müsste er leicht fertig werden. Wie die Aurasphäre beweisen wird. Tschüss, Lutscher! Komm, du packst das. Baby, yeah! Oh ja! Level 85. Das kriegen wir hin, Leute, das kriegen wir hin. Ich sehe schon vor mir, wir haben es gleich geschafft. Aeroopterix kommt jetzt noch. Ich weiß nicht, die ISLP ist auch wieder ein bisschen riskant. Fifizi gibt es leider down. Gut, die ISLP, deine letzte Chance. Dieses Mal aber werde ich dich gleich heilen. Weil es liegt auch daran, Aeroopterix kann zwar Drachenattacken, aber das hat nicht Stat. Trotzdem hat es einen ziemlich starken Angriff, also am besten setze ich gleich Top Genesung zur Öffnung ein. Und auf das es mir gelingen mag, dann auch Aeroopterix zu besiegen. Ein Steinkante ist noch schlimmer. Es ist Stat. Es ist effektiv und extrem harter Angriff. Scheiße, Mann. Boah, willst du mich verarschen? Nein, nochmal, Top-Genesung. Aber wenn es dann wieder anfängt zuerst, das ist schlecht. Es ist ja bestimmt schneller. Weil, wenn es ein KP auf die Hälfte reduziere von... Also wenn ich Aeroopterix... Mann, warum trifft Steinkante immer? Die Attacke ist doch eh so schlecht beim Treffen. Scheiße, Mann. Okay, ich riskiere es und greife an mit Donnerschlag. Reicht das? Nein, es greift zuerst an. Warum war mir das nicht klar, ey? Und es greift natürlich jetzt erst mit Drachenklaue ein. Als ob es wüsste, dass ich jetzt angreifen wollte. Verdammte schöne Mist. Das ist jetzt heftig. Julian ist die einzige Chance. Aber es ist auch ein Nachteil. Das ist das Problem. Aber es müsste trotzdem mit Stromstoß aufräumen können. Von hat es seinen Angriff gesenkt und BAM!
Komm schon. Und wenn jetzt die KP runtergesunken wird. Und es ist trotzdem down komplett. Yeah, wir haben es geschafft, Leute. Das war's. Level 86 für Julian. Du hast besiegt, Julian. Herzlichen Glückwunsch, Julian Schüler. Das war's. Wir haben die Top 4 erneut schlagen können. Und damit endet auch gleich das Let's Play zu Pokémon Schwarz und Weiß 2. Sorry für die Verwackelung. Jetzt bin ich gerade am Kabel angekommen. Ich habe jetzt gerade die Arme mal kurz wegbewegt. Und nach dem kurzen Cut werden wir jetzt noch die Abschlussszene sehen und unser Team noch zum allerletzten Mal bewundern dürfen, was bis heute durchgekämpft hat. Bis gleich. Und ihr seht richtig auch, es ist auch wieder auf beide Bildschirme gestellt. Und damit werden wir nun die letzten Worte noch einmal von Lilia hören können. So eine Lage ist natürlich nicht leicht wegzustecken. Zweimal. Aber gleichzeitig bin ich auch froh, wieder mal. Und ich will es auch erklären, noch einmal warum. Noch einmal erklären warum. Durch diesen ungehemmten Kampf sind sich dein Team und mein Team sehr viel näher gekommen. Deswegen bin ich nicht nur traurig, jetzt komm mit mir. Moment, ich hoffe, das ist auch scharf genug, dass ihr das seht. Nicht, dass da irgendwelche Schärfeverlust stattgefunden hat. Bitte, mein Lieber, nach dir. Ich hoffe, ihr könnt alles sehen bei der Kamera, aber ich habe vergessen, den Fokus einzustellen. Ich hoffe, es ist nichts verschwommen oder so auf dem Bilde. Also es sieht für mich nichts verschwommen aus. Nein, sieht nicht so aus. Also ich glaube, das müsste alles passen. Ich hoffe, ihr seht alles ganz genau. Das ist mein... Weil ich möchte den letzten Moment nicht versauen. Ich habe wieder auf beide Bildschirme gestellt, weil wir wissen auch, dass ja zum Schluss nochmal unser ganzes Team auf beiden Bildschirmen gezeigt wird. Willkommen zurück. Hier werden die Namen beispielloser Trainer und Pokémon verewigt. Trainer, deren Herzen ist nichts mehr als Gutmütigkeit und die immer nur das Wohl ihres Teams denken. Und Pokémon, die ihren Trainern unendlich Vertrauen entgegenbringen und alles für sie geben, herausragende Pokémon mit unerschöpflichem Potenzial. Ja, da sprichst du mit Machtwort. So, mein Lieber, nenne ich mal natürlich Chris. Ehrenwerter Trainer, du und dein Team ist halt unsere Kämpfe zusammengewachsen. Dabei entstand ein wunderbares Band der Freundschaft zwischen euch, das bis in alle Ewigkeit als Schatz gehütet werden soll. Diese Maschine nimmt den permanenten Eintrag Errungenschaft noch einmal vor. Und zum letzten Mal in Pokémon Schwarz und Weiß 2. Ja, Leute, das war's hiermit. Hier dürfen wir sie noch einmal sehen. Ja, ist LP, Level 84. Zorak, Level 86. B, Bayern Star 99, Level 85, mein Starter. Fifizi gibt Level 85. Julian Schüler, Level 86. Julian eigentlich nur. Tauren, Level 85. Champion der Pokémon-Liga. Tja, Leute, das war's hiermit. Ich möchte jetzt nochmal mitteilen. Hier sehen wir nochmal unsere ganzen Pokémon, die bis heute durchgekommen sind. Ich möchte jetzt nochmal schnell was mitteilen. Also ich gebe jetzt mein Gesamtstatement zu diesem Game ab. Es ist grafisch besser als der erste Teil. Es sind viele neue Sachen erschienen, die mir gefallen. Auch wenn noch ein bisschen zu viel vom alten drin ist für einen zweiten Teil. Aber es ist ja auch immer, es spielt noch immer dieselbe Generation. Es ist aber auf jeden Fall besser als die anderen Special-Teile, die größtenteils ein Add-on zum ersten Teil waren und zu wenig Neues boten. Denk einmal an Pokémon Kristall, Pokémon Smaragd und auch Pokémon Platin. Die waren viel zu sehr den Vorgängern, deren Normalversionen ähnlich, deren normalen Doppel-Editionen. Und hier in Schwarz und Weiß 2, da wird erst richtig was geboten. Ich bin wirklich begeistert, vor allem auch die Chance, viele Legis aus der ersten Generation fangen zu können, die neuen Möglichkeiten und viele andere Sachen. Das war wirklich toll. Also, das Spiel bekommt von mir eine Wertung von
9,5 von 10 Punkten. Wegen der guten Grafik und alles Mögliche. Es gibt also gar nichts zu kritisieren bei dem Spiel. Ich als Pokémon-Fan bin begeistert und ich hoffe, ihr seid auch von diesem Let's Play begeistert gewesen, trotz Cam-Aufnahmen und anfänglichen Schwierigkeiten. Ihr wisst es ja wegen der Emulator-Geschichte, deshalb bin ich nicht so ein Freund davon. Vor allem bei den neuesten Games. Aber keine Sorge. Das ist die Frage. Was kommt als nächstes bei Pokémon von mir? Auf jeden Fall, die ganzen ersten Generationen werden noch durchkommen, aber das ist mir in besserer Quali versprochen. Also mit Emulator. Werde ich auf jeden Fall erwarten. Und ich habe beschlossen, die ersten Generationen, also nicht direkt Pokémon Rot, Blau und Gelb oder so zu machen, sondern gleich die Remakes Feuerrot oder Blattgrün habe ich mir vorgenommen. Dann noch in der zweiten Generation statt Gold, Silber und Kristall habe ich mir gleich Herzgold oder Seelensilber vorgenommen. In der dritten Generation nehme ich mir Pokémon Smaragd, weil davon gibt es noch kein Remake. Das wird dann eher auch wieder klassisch ausfallen. Und in der vierten Generation, da werde ich Pokémon Platin nehmen. Aber kein normales Platin. Ihr werdet sehen, was es damit auf sich haben wird. Aber davor wird noch Pokémon X und Y kommen. Die sechste Generation. Aber was es damit auf sich haben wird, werdet ihr in den ersten Bildern sehen, die ich jetzt noch einspielen werde. Auch ein bisschen kommentiert dazu. Um euch eigentlich den ersten Eindruck auf das nächste Let's Play auf die nächsten große Pokémon-Game zu geben. Ihr dürft euch schon mal auf viele neue Pokémon, neue Regionen und viel neue Action freuen. Das Ganze wird auf den 3DS erscheinen und wird natürlich auch bei mir als 3DS Let's Play kommen, wenn auch nur über Cam aufgenommen. Aber ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen wird, weil es geht bei 3DS Games nicht besser bei mir. Weil, wie schon gesagt, 3DS Capture zu teuer. Wer weiß, ob nicht Nintendo sowas wie einen 3DS Player für die Wii U umsetzt. Das wäre schon schön, dass ich da 3DS Games auf den Fernseher streamen könnte. Weil möglich wäre das zwar, aber umsetzbar wäre es zwar, aber das ist halt schwer in der Überlegung, ob das sich auch gut verkauft, weil ich zum Beispiel würde sofort kaufen, aber gibt es auch genügend andere Interessen, das ist halt schwierig zu beurteilen. Wir werden das schon sehen, wie sich die Zukunft entwickeln wird. Jedenfalls bedanke ich mich fürs Gucken dieses Let's Plays. Ihr seid die Größten gewesen, dass ihr mein Pokémon Let's Play geguckt habt und ich hoffe, ihr seid mir nicht böse gewesen, dass ich so manche von euch nicht nach einigen bestimmten Namen nicht genannt habe. Und wir sehen uns ja wieder beim nächsten Pokémon Let's Play, was aber nicht sofort kommen wird nach diesem Spiel, weil ich muss erstmal noch ein paar andere Projekte beenden, aber ihr werdet sehen, wann dann Pokémon Feuerrot und Blattgrün starten wird. Bevor Pokémon X und Y kommen wird, werden noch ein oder zwei Pokémon Let's Plays kommen dazwischen. Ich werde auf jeden Fall die komplette Serie durchmachen, so wie ich schon erzählt habe. Ihr werdet schon sehen, wie das Ergebnis dann aussehen wird. Freut euch schon mal drauf. Und jetzt wünsche ich viel Spaß beim Gucken des Trailers und sage jetzt schon mal danke fürs Gucken. Daumen hoch, wenn es gefallen hat und ich hoffe, ihr seid dann wieder beim nächsten Part dabei. Und danke, ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten großen Let's Play wieder dabei. Seid gespannt, schaltet wieder ein. Euer Crush40Freak89. Danke fürs Gucken, auf Wiedersehen und tschüss und viel Spaß mit dem Trailer. Ciao. Und das sind sie. Die ersten Bilder der neuesten Pokémon-Generation. Mit zwei neuen spielbaren Charakteren, einer neuen Region, neuen Städten, neue Herausforderungen, neue Arena-Leiter und vor allem viele, viele neue Pokémon. Wie zum Beispiel die neuen Starter-Pokémon aus Pflanz-Pokémon Igamaru. Natürlich auch eine neue Kampfarena mit besseren Kampfanimationen. Das Feuer-Pokémon Finks. Ja, ihr merkt schon, was hier so abgeht. Und das Wasser-Pokémon Froxy. Außerdem wurde sogar noch eine neue Evoli-Entwicklung veröffentlicht bereits. Den deutschen Namen dafür habe ich vergessen. Auch die deutschen Namen von der neuen Cover-Pokémon kenne ich nicht. Aber sagen wir es mal so. Ihr seht ja, bam! Wunderschöne neue Animationen. Hier sind sie. Der Greifvogel, der das Y darstellt und der Hersteller das X darstellt. Ich werde natürlich die Y-Version nehmen. Also seid dabei ab Oktober beim Blind Let's Play zu Pokémon X und Y. Also auf Wiedersehen und tschüss.